Und wir machen weiter mit einem tragischen Unglück im Züricher Zoo. Eine Pflegerin wird von einem Tigerweibchen attackiert und kommt dabei zu Tode. Und das alles vor den Augen der Zoobesucher. Bild mit den Einzelheiten. Zoo-Horror in Zürich. Am Samstag greift Tiger Irina ihre Tierpflegerin an. Aus noch unerklärten Gründen befanden sich sowohl eine Tierpflegerin als auch unsere Tigerin in der gleichen Anlage. Die Tierpflegerin wurde von der Tigerin angefallen und verstarb trotz Reanimationsversuchen seitens der Sanitäter noch am Unfallsort. Besonders brutal, mehrere Besucher, unter ihnen ein Kind, werden Zeuge des tragischen Vorfalls. Augenzeugen wurden gestern und werden auch zukünftig durch das Care-Team der Stadtpolizei Zürich betreut. Einer der Zeugen des Angriffs alarmiert gegen 13.30 Uhr andere Zoo-Mitarbeiter. Die locken zunächst Tigerdame Irina aus dem Gehege. Die Hilfe für ihre Kollegin kommt aber zu spät. Die Pflegerin stirbt noch vor Ort an ihren Verletzungen. Das Problem ist, dass sie eben auch sehr territorial sind. Sie sind Einzelgänger in der Regel. Und die Pflegerin, die sich dort im Gehege aufgehalten hat, ist ganz einfach ein Eindringling gewesen für diese Tigerdame und unter Umständen auch Gefahr, ihr das Revier streitig zu machen. Noch ist völlig unklar, wie es zu dem Angriff kommen konnte. Eigentlich dürfen Pfleger und Tiger in dem Zoo nie im selben Raum sein. Tiere, die in der Gefangenschaft geboren werden, behalten natürlich ihre natürlichen Instinkte. Und das Jagdverhalten ist einfach ein angeborenes Verhalten und somit in meinen Augen ein instinktives, natürliches Verhalten von dieser Tigerdame, Eindringlinge zu töten, anzugreifen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln zu den Hintergründen. Und wir bleiben noch bei diesem Thema, denn die Netflix-Doku Tiger King, da konzentriert sie sich auf die Feindschaft mit ihrem Erzrivalen Joe Exotic. Im wahren Leben setzt sich Carol Baskin mit Leib und Seele als Tierschutzaktivistin für Großkatzen ein. Bei uns äußerte sie sich zu der tödlichen Attacke im Züricher Zoo. Ich möchte der Familie der Tierpflegerin, die kürzlich von einem Tiger in Zürich getötet wurde, mein Beileid aussprechen. Es ist so traurig, dass diese Dinge weiterhin passieren. Und es ist nie die Schuld der Tiere. In den Vereinigten Staaten gab es 777 Fälle von Tötungen, Verletzungen und Fluchtversuchen durch und von Großkatzen. Und das hat zum Tod von 25 Menschen geführt. 20 waren Erwachsene und 5 waren Kinder. Außerhalb der USA gab es 355 Vorfälle, bei denen 114 Menschen starben und 190 Menschen von in Gefangenschaft gehaltenen Katzen getötet wurden. It's always because of human error. Es ist immer ein menschlicher Fehler. Die Leute schauen Sendungen wie Tiger King und sehen Leute, die mit den großen Katzen spielen und die großen Katzen umarmen. Und sie denken, dass diese großen Katzen aufgrund ihrer Größe ausgewachsene Tiere sind. Tatsächlich sind die meisten unter 5 Jahre alt. Sobald sie 5 Jahre alt sind, sind sie geschlechtsreif und ertragen diesen Unsinn nicht mehr. Und dann werden sie dich töten. Die meisten Besitzer achten nicht auf diese Phase und setzen auf die Zutraulichkeit. Diese Tiere gehören nicht in Käfige. Sie sind keine Haustiere, sie sind nicht unsere Freunde. Sie erfüllen in freier Wildbahn einen sehr, sehr wichtigen Zweck. Und wir müssen die Wildnis für sie bewahren. Dort gehören sie hin. Soweit also Tiger King Star Carol Baskin.